Jo meine Freunde und willkommen zu einem ganz anderen Video. Und ihr fragt euch schon so, hä? Das Spiel kommt mir so bekannt vor, ist das nicht Black Ops 3? Nee, 2. 2 ist es. Oh mein Gott, das Spiel ist so laut gerade. Nein, das ist nicht Black Ops 2, wie ihr denkt. Das ist ein kostenloses Spiel auf, ja, Steam. Und es heißt Ironside. Und es spielt sich wirklich fast genauso wie in Black Ops 2. Also ein kostenloses Black Ops 2 sozusagen. Und sowas ist auch richtig geil. Ja, wie ich das Spiel gefunden habe, ja, ich wollte einfach mal nach einem neuen Spiel suchen. Nach neues kostenloses. Und dann habe ich das hier gesehen. Und da habe ich ein Video von Johnny gesehen. Und ich fand das wirklich geil, dass es so ein Black Ops Klon ist. Aber wirklich kostenlos. Und das mag ich, sowas. Sogar euch, das Menü sieht sogar richtig gut aus. Also dafür, dass es kostenlos ist, wirklich geil. Und hier sogar das Menü hier mit den Waffen. Und sogar die Waffen alleine heißen genau so, wie sie heißen sollten. Ja, da gucke ich genau auf euch, COD. Na gut, ich würde mal sagen, wir starten in eine Runde rein. Und dann zeige ich euch mal dieses neue Spiel. Ich finde es richtig cool. Gibt es 2018 und ja, aber es ist eigentlich ziemlich interessant. Gibt es ja ein neues Scope, was ich mir holen könnte? Okay, auch die Scopes kann ich mir holen. Boah, das sieht eigentlich cool aus. Das erinnert mich auch jetzt an das neue COD. Dann nehmen wir doch das hier. Kann ich hier den Kauf bestätigen? Jawohl! Siehst du? Geil, und ich habe hier noch so einen Raketenwerfer, aber ich kann keine zweite große Waffe draufpacken. Finde ich ein bisschen schade. Es gibt auch keinen Perk. Hier gibt es sogar Perks, guck. Hier gibt es auch Fähigkeiten. Ich dachte, das wären... Ach nee, nee. Quatsch, wo sind die? Hier. Das sind die Strikes. Also die Killstreaks. Genau, so heißen die. Und wir gehen jetzt in eine Runde rein. Capture the Flag. Eine Runde... Ein paar Maps könnten euch bekannt sein aus Black Ops 2. Wie gesagt, es ist fast genauso wie Black Ops 2. Und da freue ich mich auch. Ich konnte auch hier das FOV einstellen. Genauso wie generell die Mausgeschwindigkeit und so vieles wie möglich. Verteidige die Flagge der Verbündeten. Gut. Also wirklich, das steuert sich komplett wie in Black Ops 2. Ja, okay, das habe ich jetzt 5-mal schon gesagt. Jetzt zeige ich euch mal hier, wie der Lachs geht. Kurz mal eine Brenngranate geworfen. Hat aber wohl schon nicht so viel geholfen. Einfach hier hoch. Ja, geil. Klettern kann man hier leider nicht. Das finde ich schade. Und komplett sprintet er nicht, obwohl ich gedrückt halte. Ja, leicht gute Hits. Bruder, was war das für eine Lusche? Der hat mir eine Shotgun geschossen. So. Ja, mir sind irgendwie die Schritte viel zu laut. Ich höre mich selbst einfach. Nein! Boah. Die TTK ist ja ziemlich gering. Da muss man echt aufpassen. Also die Time to Kill. Ja, hier war doch gerade jemand. Und hier kriegt man auch jeden Tag so kostenlose Sachen, damit man sich immer so Waffen sich holen kann. Den habe ich gehört, jawohl. Was ist das für ein Ding? Oh, das ist so eine... So eine kleine... So ein kleiner Käfer. Och, Mann. Alter, ich kill immer nur einen und dann bin ich wieder tot. Ja, wow, wie kann ich denn das wissen?
Okay, wir nehmen mal ein anderes Set. Und zwar die K2Z mit Laser. Vielleicht macht die ein bisschen mehr Spaß. Bin mal gespannt. Geht auch ein anderes. Go! Ja, Alter, man, ich kann da aber auch nicht reagieren. Was ist denn das? Fastball NL. Das sind alles echte Leute. Also, weil der denkt, oh nee, das ist kein echter Typ. Doch, doch, doch. Hier schießen welche. Das habe ich gehört. Das habe ich mit meinen eigenen Ohren gehört. Ich finde auch die Maps richtig geil, weil du kannst ja auch alles steuern. Du kannst auch hier, musst auf aufpassen, dass hier der Zug dich nicht umfährt. Das ist schon cool. Gibt's in COD nicht. Mich stört zwar immer noch dieses Sprinten, ne? Oh nein. Dann hole ich mir. Was ist das? Na. Warum? Boah. Genau, wie gesagt, es gibt auch. Oh, das war schon. Oh, das ging ja schnell. Das ging jetzt wirklich schnell. Okay. Also hier gibt es auch einen Battle Pass, den man sich natürlich kaufen kann. Mit irgendwas muss ich ja das Spiel auch finanzieren. Hier gibt es auch einen Shop. Gratis Geschenke. Gratis! Gratis! Oh, oh! Okay. Schade. Noch ein gratis Geschenk? 3 Chips. Das ist die Echtgeldwährung. Im Lager kriegt man auch ein paar Sachen. Hier zum Beispiel sehr viele Münzen. Generell Münzen bekommt man wirklich ständig. Und nochmal eine Lootbox. Und zwar die PDRC. Die ist geil. Ah, guck mal. Ich kann Sims mir kaufen. Jawohl. Dann würde ich die ja mal gleich ausrüsten. Und hier so ein Fernzünder. Dann rüsten wir ja gleich mal ein Stim aus. Da. Stim. Was? Du kannst 10 Sekunden vor dem. Ach, come on. Warte, schnell rausgehen. Kann ich rausgehen? Verdammt nochmal. Ja, toll. Okay, Palo ist die neue Map. Da sind wir. Kann ich irgendwie auch so Waffen inspizieren? Das wäre geil. Okay, ist Karte. Nee, nee. Ach, keine Ahnung. Ich drücke halt alle Tasten. Egal. Machen wir jetzt einfach mal. Da unten links seht ihr die ganzen Killstreaks. Obwohl, die laden sich so selbst auf. Verdammt nochmal. Alter. Ja, Junge. Wo sind denn die anderen? Sind die am Schlafen oder was? Hä? Ich war da jetzt alleine. Jawohl. Das Movement ist auch nicht schlecht. Es gibt zwar keinen Slime hier. Oder vielleicht doch. Ich habe es noch nicht gefunden. Oder von der anderen Seite. Nee, doch nicht. Geil. Ich habe auch hier so ein Messer. Finde es geil, dass man so automatisch ein Messer hat, ohne dass man es ausrüsten muss. Ja, und nächster Pluspunkt. Oh. Jawohl. Och Mann, warum sind da noch mehr? Nee. Die MG3. Ich weiß gar nicht mal, in welchem COD-Teil die gab's.
So, hier kann ich mal den Raketenwerfer ausprobieren. Oder Granatenwerfer ist er eher. Okay, das war einfach schlecht. Und er hat mich mit der PSW einfach ausgeschaltet. Nee, ich wollte das erste Set ausprobieren. Ach, egal. Können wir später machen. Semtex out. Okay, vorrücken. Du nimmst ein, ich beschütze dich. Bruder, genau das meine ich. Es ist... Diese Time-to-Kill macht mich fertig. Wir nehmen nochmal die AK. Weil die hat Spaß gemacht. Was hat er gerade gesagt? Och, Junge, dieser Vermius, Alter, der geht so auf den Sack. Er ist nur am Campen. Du musst doch gleich hierher kommen. Na, endlich ist er tot. Geil, der nächste weg. Ich selbst hab's zwar nicht geschafft. Den hole ich mir, den hole ich mir. Warte, 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 wir haben noch nicht genug Platz zum Schießen. Hinter mir, oder? Alter, hat mich das gerade verwirrt. Wo ist der? Ich glaube, das war er, oder? Nee, das war Toby Haven. Nein, Vermius, er ist weg. Okay, warte, da ist noch einer. Da gehen wir jetzt durch die... Ach, komm, oh, Junge, was soll ich denn da machen? Mit seiner PD90. Der echte Name ist natürlich P90, aber... ne, Call of Duty heißt er. Oh, ich habe meine Drohne aktiviert. Geil. Genau, die folgt mir jetzt so. Und die ist auch manchmal echt ein bisschen komisch, weil... Guck mal, Vermius war jetzt einfach neben mir und die Drohne hat es nicht angezeigt. So, kannst du nachwandern. Jo, 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 jo. Och, Mann. Wo kam jetzt Toby Haven? Also langsam, da werden meine Nerven gleich weg. Aber das Geile ist, hier gibt's kein SBMM. Ja, richtig gehört. Kein SBMM. Das merke ich vor allem an der Lobby, Gas. Und auch bei der ersten Lobby, die ich gekommen ist, kein SBMM. Ich wurde direkt weggenutzt. So, flankieren. Bruder Toby Haven! Was wird er jetzt mit seiner MP5? Also, Toby Haven ist so ein Typ, den kann man nur hassen. Es gibt keinen anderen Grund, außer ihn zu hassen. Mann, da ist er schon wieder, dieser ekelhafte kleine Bastard. Und der ist tatsächlich, ich hatte nur 6 Kills. Trotzdem geht er nur auf den Sack. Flashlight! Okay, jetzt kommt auch noch ein Vermius. Soll ich hier noch was ändern? Nee, ich bleib bei der AK. Die macht mir gerade voll Spaß. Wäre dieser Vermius einfach mal weg, ey, dann wäre das einfach dreimal besser. Aber ich versuche ruhig zu bleiben. Du kriegst jetzt so auf die Schnauze. Was? Wie jetzt Fastball? Der hat meine Waffe genommen. Der hat er wirklich. Eieiei. Warte, nochmal Flashlight. Ja, nice. Wen hab ich? Vermius. Haha. Du kleiner Nutsäcker. Ups, Entschuldigung. Das ist mir rausgerutscht.
Oder hat jemand Airstrike gemacht? Genau, und bei der 7 habe ich jetzt irgendwie so ein Geschütz oder was ist das? Ich gehe mal hier durch den Market. Haha, mit der Shotgun. Oh mein Gott, ey, das Waffengefühl ist auch so geil. Hier ist noch einer. Gut. Oh, jetzt werden die Kills rausgenommen. Jetzt kommen die Kills. Aufpassen. Au, au, au. Der Airstrike, der hat mich ja voll gehittet. So, was ist das jetzt hier? So eine Art Geschütz oder so? Press L. Drück ich doch. So, jetzt habe ich's. Was ist das? Ist das ein Geschütz? Gehen wir hier nochmal durch den Market. Ja, ist kein Movement. Du bist schlecht. Oh, da hat's geruckelt. Ah, nee. Wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt. Was ist das für ein Wort? Wir haben gesiegt. Ja, Leute. Das waren mal zwei Runden Ironside. Das Spiel macht wirklich mega viel Spaß. Ist wirklich Black Ops 2. Und ja, falls ihr keinen Black Ops 2 habt, ist das einfach eine gute Empfehlung. Weil es ist kostenlos. Holt es euch einfach. Ey, das klingt wie Werbung. Aber es macht halt wirklich übelst Spaß. Und wie oft sage ich jetzt noch wirklich? Na gut, ich hoffe, ich hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.